Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Idle Research. Und wir haben ja gesagt, wir gucken uns das in einer Miniserie mal an. Das Miniserie sind immer so 3 bis 5 Folgen. Und ich schalte immer dann eine neue Folge dazu, wenn im Idle-Prozess neue spannende Dinge aufgekommen sind. Jetzt habe ich eine Zeit lang gespielt, die letzten, bisschen mehr, ich würde sagen 36 Stunden nicht reingeguckt. Also gestern Morgen zuletzt, glaube ich. Und jetzt ist heute Abend. Naja, jedenfalls, wir gucken uns heute mal an, was ist Neues dazugekommen. Ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge bunte Flasks hier, aber eins nach dem anderen. Zuerst mal, wundervoll. Zuerst mal, so sieht es gerade aus. Ich weiß gar nicht genau, was dazugekommen ist. Es ist Fire, hatten wir Fire schon. Also es gibt Feuerflasks, die habe ich irgendwann mal freigeschaltet. Das kann man hier in dem, Unlockables machen. Da seht ihr hier oben, wenn man irgendwas erreicht, eine bestimmte Anzahl von Energie hat, dann schaltet man die Feuerflasks frei, ebenso die Mastery. Prestige hatten wir beim letzten Mal schon, Daily Solitaire hatten wir auch schon, Diamond Shop hatten wir schon. Das hier noch nicht, den Flask Booster Accelerator, die hatten wir noch nicht freigeschaltet. Schauen wir gleich mal rein. Assembly hatten, kennen wir auch noch nicht, kenne ich jetzt auch noch nicht, jetzt gerade ist aufgekommen. Und das auch. Also, ja, haben wir noch ein paar Sachen, die auf uns zukommen. Da wollen wir uns aber gerade mal nicht so spoilern. Ja, also über die Fireflasks haben wir hier bestimmte Möglichkeiten, Dinge freizuschalten. Zum Beispiel Auto Research, ja, für 50.000 B können wir die Fragezeichen-Flasks, die wir noch nicht erforscht haben, die können wir dann freischalten. Jetzt können wir gleich mal überlegen, ob wir das machen. Wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Hier zum Beispiel können wir mehr Prestige-Flasks bekommen. Das kann man auch leveln. Und hier können wir mehr Feuer-Flasks bekommen, um quasi diesen Feuer-Flask-Prozess noch zu beschleunigen. Hier rechts sieht man übrigens auch, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir das in der zweiten Folge auch schon hatten. Vielleicht rede ich jetzt auch einfach doppeltes Zeug. Hier sieht man auch, wir haben hier diese grünen Flasks. Das sind Forschungsdinger. Und diese Forschungsdinger bekommt man logischerweise durch Forschung. Ja. Und die kann man auch nochmal multiplizieren und boosten. Das macht man mit den Dingen hier unten. Und jedes Mal, wenn ihr eine Forschung ausgefüllt habt, kriegt ihr hier neue grüne Flasks. Und die werden dann hier multipliziert, also die werden irgendwie verbrannt, so soll das wohl sein. Und nach 67 Sekunden des Durchlaufens kriegt man dann eben 248.000 Millionen. Keine Ahnung, was das ausgesprochen dann wirklich wäre. Die bekommt man. Also alle 67 Sekunden bekomme ich das hier an Millionen. Macht dann über die Zeit eben Ditte hier. Ja, und hier kann man jetzt sich die Sachen kaufen. Also zum Beispiel hier 2x mehr Feuerflasks. Wow, again. Ja, okay, das ist das gleiche wieder oben. Hier kann man Prestige Flasks per second based on what you can prestige for kaufen. Für 10b finde ich das gut. Ach, ist ja die gleiche Prozentzahl. Naja. Das hier finde ich auch gar nicht so schlecht. Also noch mehr Feuerflasks sozusagen zu kaufen. Macht Sinn. Und natürlich auch die Prestige-Sachen möglichst nach oben zu bringen. Und wir kaufen uns auch noch einen Mastery-Slot. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, das können wir auch noch kaufen. Das nehmen wir mal zum Anlass, beim Mastery reinzugucken. Mastery ist dafür gedacht, dass ihr mehr Research Speed bekommt über diese Mastery Flasks quasi. Und die bekommt ihr, indem ihr hier einfach den An- und Ausschalter drückt. Ich habe jetzt gerade einen Slot hier freigeschaltet, also ich kann 3 andrücken. Und drücken wir die mal an. Und dann sehen wir, dass alle Slots, also hier die verschiedenen Flasks, einen unterschiedlichen Füllstand haben. Hier rechts sehen wir das. Die gelben sind zum Beispiel dabei. Die müssen jetzt für das nächste Level, für Level 43 in dem Fall, 12.000 irgendwas XP haben. Und je mehr wir davon craften, also auf der Flask-Seite craften, hier seht ihr das, kriegen wir entsprechend XP. Und ein Level, also jedes Level hier, zählt quasi dann für das Research Speeding. Das heißt, damit kann man auf jeden Fall die Research Time, die wir hier haben, deutlich nach oben, also nach unten setzen. Ne? Es wird weniger quasi. Hier können wir jetzt mal gucken. Also, wenn wir jetzt forschen würden, das können wir jetzt mal starten. Dann brauchen wir, seht ihr hier, 2 Stunden 35 Minuten.
Und jedes Mal, wenn hier so ein Mastery-Ding durchläuft, ja, wir sind jetzt bei 34.000, wir gucken mal, hier ist das gleiche nochmal, ist die Geschwindigkeit, dann seht ihr gleich, wird die halt höher und die Forschungszeit wird niedriger. Ja. Wir forschen jetzt hier, das habt ihr jetzt einen 7-Minuten-Sprung gemacht, wir forschen jetzt hier quasi, nochmal sogar richtig krassen Sprung, ja, nicht schlecht. Wir forschen jetzt hier was ganz Unbekanntes, das habe ich noch nie erforscht, dieses Flask-Ding. Genau. Und jetzt seht ihr aber hier beim Mastery ist es so, dass das Level, was erreicht werden muss, immer höher wird. Und da müsst ihr zwischendurch einfach nochmal umschalten. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, hier die gelben, die bringe ich so gar nicht. Das dauert ja Ewigkeiten. Das geht recht schnell. Ja, ich würde das jetzt normalerweise nicht ausschalten. Aber wir können gucken, ob da Sachen schneller laufen. Ja. Ja, das geht. So, back. Hier ist... Oh, guck mal, das ist natürlich super langsam. Ich glaube, wir machen gerade nicht so viel blaue Flasks. Oh, warte mal. So, sorry. Gar nicht angeschaltet. So, wir machen eine ganze Menge und zwar ziemlich schnell. Und ihr seht schon, das hier hat sich richtig krass gelohnt. Ja, ihr seht, der Speed geht richtig nach oben. Und das bleibt übrigens auch über das Prestige hinaus, sofern ich das richtig verstanden habe. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Wir nehmen jetzt mal den hier weg, den roten, und gehen mal für den. Und da seht ihr, das geht hier richtig ab. Wenn wir jetzt nochmal bei Research gucken, sind wir von den 2 Stunden 20 jetzt auf knappe 26 Minuten gekommen. Das ist natürlich nice. Also das Mastery hier lohnt sich immer mal wieder. Es gibt hier die Slots, die ihr kaufen könnt. Und je mehr ihr davon habt, logischerweise, desto mehr könnt ihr gleichzeitig machen. Und das entsprechend schön nach oben boosten. Da geht die Forschung halt auch ganz schön schnell runter. Wir können mal gucken, ob wir das noch in dieser Folge quasi dann kriegen. Würde aber bedeuten, wir prestigen nicht. Müssen wir mal gucken. So, hier jetzt gibt es den Achievement. Wundervoll. Unlock Normal Accelerators können wir mal machen. Bei den Accelerators habe ich über die Fire Flasks hier so einen roten Button freigeschaltet. Und da seht ihr, hier gibt es einen Free Generator, den drücke ich jetzt mal an. Der kostet mich 5000 B. Easy, weil ich habe 35.000. Klicken wir an. Und was der jetzt macht, ist quasi ganz automatisch hier Sachen zu generieren, die ihr hier reinsteckt. Das ist super nice. Ja? Also ihr seht, die ballern sich ordentlich nach oben. Gut, das hier kann man jetzt nicht so sehen, aber der tut es auch ganz bestimmt. Ja? Der reduziert die Crafting Costs, das heißt, es ballert sich runter quasi. Hier die Fire Flasks kann man auch immer mal schön boosten, weil dann kriegt man eben hier viel schneller, viel mehr Fire Flasks. Ne? Das ist eben ja, wichtig halt, ist ja klar. So, Unlock Auto Prestige hier übrigens habe ich nicht gemacht, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ich das alleine mache. Hier Unlock Crafting Cost, auch wichtig. Auch hier gibt es diese Booster, die automatischen. Auch da bezahlen wir nochmal für, dass es auch automatisch geht. Das sind quasi nochmal die gleichen wie auf der normalen Seite. Ja, nur die sind hier kleiner dargestellt und naja, gut, wie auch immer. So, und ansonsten hatte ich die Free-Dinger alle schon. Noch ein Achievement, hervorragend. Und jetzt gibt es noch die Flask-Sachen, die können wir auch freischalten. Und auch dafür, back, kaufen wir uns so ein Dings. Ja. Und ihr seht jetzt hier, das sind die verschiedenen Farben der Flasks. Ja. Hier ist irgendwie Golden Flasks. Naja, gucken wir mal. Da sind wir ja noch nicht. Das haben wir ja gerade erst freigeschaltet. Da kann man auch ordentlich nochmal Sachen dazu nehmen. Gut. Da sind wir eigentlich mal durch alles durchgegangen. Research Time. Habe ich irgendwas verpasst? Oh, wir haben neue. Guck mal, wir haben neue. Können wir mal hier ein paar Sachen dazu machen. Können wir noch einen pinken dazu nehmen? Nee, noch ein pinker geht nicht. Wir könnten gucken, wie viel pinke wir hier so reinmachen. 3, 4. Vielleicht können wir ein paar von denen da reinsetzen. So, gucken, wie viele da gehen. Nochmal ein pinkes. Und nochmal ein pinkes. Ja, guck mal, ist doch ordentlich. Da haben wir schon 165 pro Sekunde. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier großartig schaffen werden. Ihr seht auch hier, wie lange bräuchten wir, um das zu erforschen? Wir brauchten 55 Jahre. So rein vom Zeitpunkt her. Da bin ich natürlich tot. Von daher, vielleicht jetzt nicht so die beste Sache der Welt.
Okay, hier könnten wir natürlich auch nochmal rein investieren, ordentlich ein bisschen was. Naja, gut. Gut, beim Extras, da haben wir den Diamond Shops, da kann man Upgrades kaufen. Da müssen wir mal gucken. Ja, aktuell habe ich aber 7, die ich vergeben kann. Das wäre eigentlich nur für ihn hier. Hier bin ich ein bisschen zurückhaltend, da will ich mir immer noch mal ganz genau überlegen, was ich mache. Daily Solitaire habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Da kann man jeden Tag einmal, ich glaube, bis zu 3 Versuche starten, für Solitär zu spielen. Darüber verdient man quasi hier Diamanten und die Diamanten kann man umwandeln in diese Fläschle. Ja, so. Finde ich persönlich jetzt nicht so spannend. Bringt vielleicht halt hier einen Boost oder so, aber wie gesagt, ist jetzt gerade nicht so meins. Und ich meine auch, dass diese Ice-Flasks irgendwie von ihrer Leistung gecapped sind, soweit ich das richtig verstanden habe. Gucken wir mal in Assembly rein. Da habe ich selber tatsächlich auch noch nie reingeguckt. Das ist also jetzt Premiere mit euch zusammen. Heißt, ich stelle mich wahrscheinlich wieder ein bisschen dumm an, um das erstmal zu verstehen. Aber egal. So, Allocating Effects, Research Speed 281. Das sind ja die Mastery-Dinger. Das müssten wahrscheinlich dann die hier sein, ne? Kommt das, geht das überhaupt schon nach oben? Ja, aber nur ganz, ganz langsam. Na, wir lassen es mal laufen. So, und jetzt können wir das hier anklicken und wir könnten einen Spend Mystical Flask spenden. Juice Speed machen wir mal. Hier draufklicken geht nicht. Increase, pam pam pam, Cap, 100.000 Energie. Spend One. Oh, jetzt habe ich da jetzt was gespendet? Habe ich da jetzt was gespendet? Ui, jetzt habe ich einen da reingespendet. Und was passiert jetzt? Was macht es? Also irgendwie machen wir jetzt scheinbar aus dem Roten irgendeinen Juice oder was? Red Juice. Juice Speed. Das hier wird schon mal nicht mehr. Increase Cap. Was increasen wir denn da? Wir increasen hier den... Ah ja, also offensichtlich können wir die hier reingeben. Spenden, hier reinsetzen und dann machen die irgendwas. Was machen die denn dann? 10 Punkt irgendwas. So, und hier haben wir Samples. Ach, guck mal, das ist wahrscheinlich hierfür gut. Also das ist das, was wir gerade haben. Das, was wir herstellen, 15. Und hier können wir die jetzt verwenden in Process Juice minus 10. Process Juice minus 10 davon und einen von den roten, was auch immer. Machen wir mal. Haben wir jetzt nur einen kassiert? Machen wir nochmal einen. Können wir dann, wäre das jetzt bei 4? Haben wir schon 2. Okay, alles klar. Automate. Und im Warehouse können wir die jetzt einsetzen, ja, gegen irgendwas. Manual Sample Processing. Charge 2 von 100 Samples needed. Okay, was gibt's denn hier? Stored 45% Crafting Speed. Hier. 0,8 Stored. Muss ich das storen? Warte mal, das ist quasi nur das Warenhaus. Wir machen mal noch einen. Gucken wir mal, hat sich jetzt hier was geändert? Ja. 1,3x Crafting Count. Also die Anzahl der roten Flasks werden dann mehr, ja? Interessant, okay. Das heißt, wir können die irgendwie verbrauchen. Ja, der macht halt immer weiter Juice. Können wir das auch stoppen? Increase Cap. Ja, schon jetzt nicht ohne, ne? Hier würden wir jetzt so eins von diesen orangenen Dingern machen und dann könnte man sehen, was man hier für die orangenen bekommt. Crafting Speed würden wir hier bekommen. Aber ist das dann bezogen nur auf die gelben? Oder die orangenen und dann hier auf die gelben, die grünen? Ja, finde ich jetzt auch nicht so spannend, muss ich sagen. Ja.
Na gut, ich würde vorschlagen, haben wir das uns auch angeguckt. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht gerade noch nicht so spannend. Kann man wahrscheinlich irgendwie über das Warenhaus dann mehr Speed machen. So, Automate könnten wir machen. Was macht es jetzt quasi auch von alleine, ne? 7. Ja, und jetzt haben wir jetzt hier schon 2. Also das ist halt ein bisschen das Schwierige an diesem Spiel, dass nicht immer die Texte so richtig eindeutig gut formuliert sind. Ich habe schon meine Probleme, das auf Englisch zu verstehen. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber es ist wirklich komplex irgendwie, ne? So, wir haben ja jetzt 3,2 gestored. Und hier stored 45% Crafting Speed, 45% Crafting Count, macht ja 90, 5% Fuel Gains und 5% Fire Gains. Okay. Zu irgendwas wächst das ja heran. Ja, so könnte man das ja mal sagen. Gut, ich würde vorschlagen, machen wir jetzt mal ein Prestige. Ich weiß gar nicht, sehen wir eigentlich, wie viel wir bis jetzt haben? Nee. Wir Prestige einfach mal, komm. Zack. So, und jetzt bollert das hier ganz schön ordentlich. Ihr seht schon hier, das nimmt einfach Reis aus. Warte mal, ich glaube, wir können das so machen. Und es ist ja halt Autoforschung und Autolock-On, was eben bedeutet, ja, wie ihr sehen könnt, das geht hier rukizuki. So schnell können wir gar nicht gucken, wie hier die neuen Flasks kommen. Und das jetzt für mich wieder in eine richtige Reihenfolge zu bringen, ist nahezu unmöglich. Aber es läuft ganz schön schnell durch, ja. Hier ist das Research. Und nochmal, ja, für das Research bekommt ihr auch entsprechend, wo ist es denn jetzt? Hier Research-Punkte. Ja. Manchmal lohnt es sich, die hier wieder zurückzusetzen. Also zum Beispiel können wir die hier unten den Multiplikator geben. Und dann burnen wir einfach schneller für 2000. Das können wir mal machen. Für 4000 burnen wir nochmal schneller. Und ihr seht, die Sekunden gehen halt schneller runter. Das lohnt sich halt schon. So, jetzt könnte man sagen, pass auf, wir prestigen einfach nochmal. Zack. Weil jetzt die Research-Sachen nochmal von vorne laufen. Das Ganze kommt jetzt einfach nochmal zum Tragen. So, und ich mache wieder mein Ding hier so. Oder, nee, falscher Knopf. Nee, falscher Knopf, was ist denn da los? So, hier machen wir mal die grünen rein. So, machen wir hier mal die blauen hin. So, 3, 4 immer, das wird, glaube ich, reichen. Jetzt können wir hier nochmal ein paar Lila dazu nehmen. So. Und ne, er forscht jetzt halt immer wieder von vorne und immer wieder alles automatisch. Und das macht er einfach hier dann wieder mehr von diesen grünen Flasks. So kommt man halt wieder hoch, bis man halt hier wieder den nächsten Burning-Multiplikator macht. Und das hat halt Einfluss, wie gesagt, dann hier wieder auf die, was am Ende da rauskommt, wie schnell wir dann die Gesamtsumme haben. Ja. Und hier seht ihr ja, was es sonst noch alles gibt. Hier Mastery-Slots für 10.000 T, was auch immer das bedeutet. Ja. Und so geht das hier Stück für Stück immer steiler. Finde ich richtig gut. Ich muss ja insgesamt sagen, es macht schon eine Menge Spaß, das mit den Flasks hier zu machen. Das kann man nicht anders sagen. Bin da sehr empfänglich für. und dass man halt tatsächlich hier immer mehr rausholt und immer größer und schneller und weiter, macht einfach auch Spaß. Ja. So. So, und das sind die nächsten Flasks. Dann nehmen wir die pinken hier rein. Gucken mal, wie viel wir da machen können, bevor hier ja, genau das passiert. Aber ihr seht, auch das passiert nicht so schnell. Da können wir einfach noch einen, glaube ich, machen. Das geht relativ schnell wieder runter. Und hier müssen wir 100.000 B schaffen, ne? Eine Hausnummer. Und dann müssen wir noch 18 Jahre forschen. Gut, bis dahin haben wir die Forschungskosten, glaube ich, nochmal runtergedrückt. Die Boosts hier starten halt, ich glaube, die starten auch wieder von vorne. Das könnten wir mal ausprobieren. Ja. Ja, nicht alle irgendwie, ne? Das hier irgendwie schon.
Das fängt bei 1 an. Das kann man aber auch nur, ich weiß noch nicht genau, wann die da sind, wenn man die hier dazu nehmen kann. Mastery auch nicht schlecht. Gut, kriegt man nicht immer unbedingt raus. Muss ich mir nochmal genau anlesen und durchlesen. So ein Mastery Level wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wie gesagt, hier muss man auch gucken. Kann man auch mal laufen lassen, wo es halt möglichst schnell Level dazukommen. Wir lassen es erstmal so. Vielleicht kaufen wir uns einfach noch ein Mastery Level, dann können wir zumindest 4 von 7 dann da freischalten. Yellow Flasks. Wo bin ich denn jetzt? Research 1%. Ach, ich habe ja schon wieder. Ach ja, ich habe ja schon wieder. Ich wollte gerade sagen, hä? Was denn da passiert? Aber ja, das war, glaube ich, dann mein Fehler. So, hier machen wir die grünen rein. Ja. Und wenn man das jetzt nicht jedes Mal extra klicken will, dann kann man das tatsächlich auch hier oben über Presets machen. Habe ich noch nie probiert, tatsächlich. Aber ist durchaus möglich. Und macht irgendwie auch Sinn. Machen wir das mal so. Zack. Jetzt müssten wir ja gleich schon die nächsten da fertig haben. Ne? Kann man die hier mal angehen mit den, neuen. Ja, im Grunde genommen war es das, was neu dazugekommen ist. Und jetzt hier würde ich wieder investieren, einfach in schneller, also die Sekunden runterdrücken. 5 Sekunden für 8000, ja, schon sportlich. Müssen wir halt noch erstmal mit 5000 Vorlieb nehmen, aber für die nächsten Runs, quasi nach dem nächsten Prestige, ist das dann wieder drin. Hier geht das ja ganz schön ordentlich. Crafting Speed wird hochgesetzt. Ja, es summiert sich halt immer mehr auf, ne? Es ist halt richtig krass quasi. Es wird halt alles immer schneller und schneller. Bisschen wie im wahren Leben quasi, ne? So. Klick. Klick. Hier können wir nochmal einen von denen reinsetzen. Und hier nochmal einen von denen. Und nochmal einen von denen. So. Wie gesagt, man kann das hier über Presets machen. Crafting Presets. Das müsste man dann quasi mal. Also, wie gesagt, habe ich mir noch nicht angeguckt. Puh. Also, ja, muss ich vielleicht mal in einer ruhigen Minute machen, wenn ich da Bock drauf habe. Jetzt gerade sehe ich das noch nicht so richtig, tatsächlich. Ja, wie gesagt, im Grunde genommen war es das. Hier bei den Juicies könnte ich mir natürlich mal überlegen, da haben wir ein paar davon, da könnte ich mal hier ein paar reinspenden. Geht das nicht? Spend dry, geht nicht. Ah, hier, warte mal, hier könnte ich was spenden. Naja, das müsste ich auch freispenden. Ich glaube, die Energie haben wir gerade nicht, ne? QD, da müssen wir ein Momentchen warten, bis wir die anderen freispenden können. Ja, hier sind dann die Samples. Automate War On ist auch nicht schlecht. Können wir natürlich gucken, ob die jetzt auch von alleine laufen müssten, aber eigentlich. Ah, ne, die müssen wir auch freischalten, okay. Haben wir auch noch nicht die Kohle für, ja gut. Also die Energie in dem Fall. Ja. Das heißt, wir müssen noch eine Zeit lang warten, wie es beim Research. Ja. Braucht es, bis wir die Pinken voll haben. Ja. Und dann dauert es noch 17 Jahre, was die Forschung angeht. Alles klar. Gut, dann kommt die nächste Folge von Idle Research in 17 Jahren raus. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentarbox schreiben. Ich versuche, die mal zu beantworten. Ansonsten würde ich ja, mal noch eine Zeit lang spielen und mich bei dem nächsten größeren, was auch immer da so kommt, wahrscheinlich bei den Unlockables hier, ja, Ice Flasks, The Map, Tubes und Dark Flasks, da würde ich mich einfach nur noch mal melden, wenn wir hier wieder was freigeschaltet haben. Und solange daddel ich ein bisschen oder idle ich ein bisschen, in dem Sinne idle, ja, ein bisschen für mich hin. Vielen Dank, macht's gut.